Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6 Hellas. Wir haben es hier relativ voll auf der Erde. Wie ihr da unten die Karte seht, also wir haben da Europa und Afrika. Und tatsächlich bin ich der Meinung, dass ich da unten zumindest eine Stadt hier nach Kapstadt oder so bauen sollte. Nur noch einen Berg und das da her bauen. 1, 2, 3, bis zu dem Salpeter kommen nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Salpeter überhaupt brauchen. Also da möchte ich auf jeden Fall eine Stadt herbauen. Vielleicht auch hier neben das Wunder, neben das Naturwunder. Obwohl Sansibar ist da sehr nah dran. Vielleicht sollten wir auch versuchen, einfach Sansibar zu erobern. Wird vielleicht auch passen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir uns beeilen, weil die wahnsinnigen Ägypter haben da unten auch jetzt schon Zeug. Das heißt, wir werden jetzt nochmal anfangen, bald wieder einen Siedler zu bauen. Okay. Na gut, machen wir mal weiter. Ich will schon, also ich bin da unten jetzt gerade gewesen bei dieser Quadrimäre. Ich hoffe, dass diese Quadrimäre hier überlebt, weil ich kriege einen Bonus, wenn meine Quadrimäre etwas anderes zerstört. Ja, das war zu sehen. Ich hätte keinen Bonus gekriegt dafür. Naja, was soll's. Ja, außerdem, mit dem können wir eine Armada bauen, mit dem Herrn Santa Cruz. Ich habe keine Ahnung, was eine Armada ist und was sie kann und was sie macht. Ich habe nachgeschaut bei den bei der Zivilopathie, aber ich habe das irgendwie nirgends gefunden, was die kann. Möglicherweise sind das mehrere Schiffe zusammen. Naja, gut, soll sein. Na gut, unsere Flotte wird sich da weiter umschauen ein wenig. Schauen wir mal, was wir da sonst noch alles finden. Noch ein Handelsposten in Rakadet. Oh, nicht schlecht. Was auch immer der kann. Ah ja, stimmt, verlängert meine Handelswege. Sonst macht er, glaube ich, nichts. Jo. Wird belagert. Ach so, stimmt, die führen ja Krieg. Kauernder Tiger und Reiter. Kalkutta schaut so aus, als würden die kurz vorm Eingehen sein. Das gefällt mir nicht. Lieber wäre es mir schon, wenn sie gewinnen können irgendwie. Oder zumindest nicht verlieren würden, sagen wir es mal so. Die scheinen relativ stark zu sein, diese Chinesen. Was mich interessiert ist eigentlich, ich meine, ich habe einen, ich habe nur eine Freundschaft, keine Allianz mit ihm, deswegen.
Mich wundert, dass er mich nicht um Hilfe bittet. Aber diese Diskussion habe ich letztens auch mal geführt. Ich glaube, die AI, vor allem die Diplomatie, ist eine ziemliche Katastrophe in dem Spiel. Achso, ja, noch Einheiten zum Bewegen und zu tun was. So, also ich muss das wegräumen, bevor ich das Salpeter abbauen kann. Echt jetzt? Gott. Okay. Und da Brunei, was wollt ihr? Ja, sie wollen einen Musketier. Okay. Ah, wir haben Indonesien entdeckt und Borneo. Ja, mal machen. Okay, wir haben hier einen Händler in Korinth. Wo soll der hinrennen? Schon relativ schön. Zwei Wissenschaft. Bis jetzt ist er nach Delhi gegangen, aber irgendwie, da gibt es andere Gebiete, die können auch zwei Wissenschaft. Karthago, Hattusa. Wanderbrunner bringt ja urviel Kohle. Machen wir doch glatt. Ich bin schon recht weit weg. Oh, noch ein Händler aus Athen. So, Sansipar bringt auch recht viel Geld. Von der Brunei bringt natürlich am meisten Geld. Ist das eigentlich, braucht Sansipar noch einen? Nein, die haben schon einen Handelsweg. Das, die wollten einen Gesandten hier geben für den Handelsweg. Paris, Kumi, Tiben. Okay. Akadet bringt ganz schön viel Geld, aber vielleicht sollte man noch weiter. Rom? Na. Gegen Rom und Paris spricht dieser widerliche Glaube, den die da haben. Wir haben eh schon so viel Druck auf unsere Religion, dann müssen wir den nicht doch noch erhöhen. Ja, ich weiß nicht, warum sollten wir nicht nochmal nach Brunei fahren? Finde ich eigentlich nicht schlecht. Mit ziemlich viel Geld. Ist zwar recht weit, aber... Leute dort. Also im Krieg mit dem. Was kann der? Plus 4 Gold in der Hauptstadt durchs Handelszentrum. Handelsposten bieten plus 1 Gold für eure Handelswege. Oh. Du
Das war gar nicht so schlecht. Das heißt, viele verschiedene Handelszentren bringen dann was. Na, schauen wir mal, ob wir Wanderbrunnen eigentlich auf unsere Seite ziehen können. Mit Sansibar haben wir das ja auch geschafft. So. Oh. Quadrimäre, sehr gut. Können wir dann gemeinsam mit meiner Quadrimäre hoffentlich erledigen. Quadrimäre soll ein Schiff umbringen, wenn geht. Oder halt irgendwas umbringen zumindest. Na geh, bleib da. Blödes Schiff. Ich habe mal eine Bank gesehen, die hat Banking rund um die Uhr angeboten. So viel Zeit hatte ich aber leider nicht. Das ist nicht schlecht. So, jetzt können wir Bank bauen. Und Groß-Simbabwe? Das ist ein Wunder. Was ist Groß-Simbabwe für ein komisches Wunder? Muss an ein Handelszentrum besitzt eine Stadt angrenzen. Muss an vier angrenzen. Noch sehr was. Gibt einen zusätzlichen Handelsweg. Ja, wir haben da ein Handelszentrum, aber wir haben kein Vieh oder so irgendwie in der Nähe. Also so gesehen war es das dann schon. Da haben wir gleich auch ein Handelszentrum, kann das sein? Was war sie? Ja, das heißt, wenn wir das bauen wollen würden, würde sich ein Handelszentrum hier in Mykene anbieten, dann da ein Hafen und da das Wunder neben den Viechern. Hey, wir können wieder einen Missionar kaufen. So, okay, na dann. Neun Salpeterquelle kann euer Waffenindustrie durchstarten. Naja, freut uns doch glatt. Darüber schießen eigentlich? Nein. Verdammt. Diese blöde Quadrimäre überlebt. Ah, da ist noch eine. So, was bauen wir als nächstes? Oder was forschen wir als nächstes? So. Da haben wir jetzt schon alles. Massenproduktion könnten wir mal machen. Astronomie. Machen wir mal Massenproduktion. Schießpuffer könnte man Musketiere. Ach, mit einer Waffenkammer. Ich glaube, ich baue sogar eine Waffenkammer, oder? Kann das sein? Ein Korinth? Ist das eine Waffenkammer? Ja.
Oh, wieder eine Allianz. Ja, wieso nicht? Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber wir machen es einmal. Ah, außerdem bringt mir das irgendein Heureka. Eine Inspiration eigentlich für diplomatischen Dienst. Finde ich gut. So, was machen wir mit dir? Ich überlege gerade, ob wir in Korinth ein Weltwunder bauen sollen, wenn es geht. Und wenn wir das bauen, ob wir das mit dem Abschlägern vom Wald irgendwie finanzieren wollen. Oder ob wir da mal ein Sägewerk machen. Ich bin ein großer Freund von Sägewerken. So, warte mal. Wenn ich da herfahre und das kann ich nicht angreifen. Na. Ding von daher. Sag mir doch mal. Oh, kann ich auch nicht angreifen? Echt jetzt? Nur weil es da drinnen ist, aber ich habe Fernkampfangriff. Ah, doch, okay. Bitte sag mir, dass wir es versenkt haben. Ha, wir haben es versenkt. Das hat uns eine Inspiration gebracht. Marine Tradition. Finde ich gut. So, kannst du dich eigentlich heilen? Nein, nicht außerhalb unseres Gebietes. Schauen wir uns mal an, das müsste Neuguinea sein hier. Im Nichts gefunden. Also in Japan ist das. Das muss Japan sein. Wir haben Hongkong gefunden. Das wird eine religiöse Bekehrung. Okay, das können wir wohl vergessen. Wir haben Seoul gefunden. Auch das wird eine religiöse Bekehrung. Ja, Hongkong und Seoul. Wir haben für den diplomatischen Dienst einen Ausrüstungsbonus und für die Marine Tradition. Finde ich gut. Mhm, nächste Runde. Finde ich nicht gut. Sind wir immerhin mein Verbündeter? Schauen wir mal. China hat Kalkutta erobert. Ägypten hat den großen General Anand Singha erhalten. Indien hat ein Handelszentrum in Mumbai gebaut. Na hey, hörst du auf damit? Ah, oh, wir sind geändert worden. Finde ich gut. Hör zu, fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken, sind keine Basis für irgendein Regierungssystem. Ihr könnt doch nicht im Ernst behaupten, ihr hättet die Macht, nur weil so eine wässrige Schlampe euch ein Zepter in die Hand gedrückt hat. Tja, so sollte man das aber nicht sagen. Man sollte es eher sagen, so wie Terry Jones. Das ist für die Leute, die es nicht kennen, ist aus Die Ritter der Kokosnuss ein Bauer, Landarbeiter, keine Ahnung, sagt das zu König Artus, nachdem er gemeint hat, das könnte ja wohl, kann ja wohl nur ein Witz sein.
dass er annimmt, dass er alle regieren kann, nur weil ihm eben irgendjemand ein Schwert in die Hand gedrückt hat. Mhm. So, wir können jetzt eine Monarchie gründen, rein theoretisch, das machen wir aber nicht. Wir haben gesagt, wir bleiben im republikanisch-demokratischen Bereich, aber wir haben hier plus 50% Produktion für schwere und leichte Kavallerie und plus 15% Produktion für Wunder des Mittelalters und der Renaissance. Ich überlege gerade, ob wir das machen sollen. Wollen wir Wunder bauen in der Renaissance? Gute Frage. Oh, Schießpulver hat auch große Fortschritte gemacht. Ah ja, stimmt, wir haben ja die Waffenkammer gebaut. Schauen wir mal, was in Korinth dann für Wunder zur Verfügung stehen. Gut, dich können wir auch befördern, aber vielleicht werden wir zuerst noch einen Angriff machen. Und dann erst nächste Runde befördern. Ah, verdammt, ich bin so ein Idiot. Ah, ich glaube, ich bin mit dem Admiral hingefahren, dabei bin ich mit der Quadrimäre hingefahren. Schaust mir jetzt mal, was wir bauen können. Schauen wir mal, gibt es irgendwelche Wunder, die wir bauen können? Eigentlich keines, das da möglich wäre. So, was brauchen wir dafür? Ein Unterhaltungskomplex. Dafür brauchen wir eine heilige Stätte. Dafür brauchen wir keinen passenden Ort. Muss an ein Lager im Besitz dieser Stadt angrenzen. Wir haben aber ein Lager. Muss auf Hügeln neben einem Lagerbezirk. Okay, gut. Muss Saint-Michel haben wir gerade gebaut. Dafür brauchen wir auch wahrscheinlich irgendein religiöses Zentrum. Muss auf Schwemmland oder Sumpf gebaut werden. Das ist ja unfassbar. Dieses Gebäude benötigt einen Markt. Das hätten wir. Aber es muss auch an Vieh grenzen und es muss an ein Handelszentrum im Besitz dieser Stadt angrenzen. Das heißt, es ist ja praktisch unmöglich, dieses Ding zu bauen. Was das alles braucht. Bringt es wenigstens was? Plus 5 Gold und plus 2 Punkte für größere Händler, naja. Und einen Handelsweg. Eine Handelswege von dieser Stadt erhalten plus 2 Gold für jeden Bonusressource und innerhalb von 3 Geländefeldern ab. Naja. Okay. Und was ist Hui? Plus eine Annehmlichkeit durch Unterhaltung für jedes Seegeländefeld im Umkreis von einem Geländefeld von Hui Teokali. Okay. Plus eine Nahrung und plus eine Produktion für jedes Siegeländefeld im eigenen Reich. Muss an einem Siegeländefeld neben Land gebaut werden. Okay, na das müsste aber gehen. Ist das ein See oder ein Meer? See. Das Schwarze Meer ist ein See. Was würde es denn kosten, das da zu kaufen? So viel. Gut, können wir es jetzt bauen? Ja, jetzt könnten wir es bauen. Ja klar, bauen wir doch gerade.
Wie gesagt, das bauen wir. Wir bauen ein Wunder. So. Keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht ist. Wir machen es halt einfach mal. Und Seegeländefelder werden dadurch auch besser. Also so gesehen ist es nicht so schlecht. So, göttliches Recht haben wir auch. Das heißt, aber warte mal, wir haben ein Wunder gebaut. Das heißt, wir müssen die Politik dann auch noch schnell eindingsen. Oh, das gibt einen Gesandten. Machen wir Marine-Tradition. Außerdem ist nächste Runde fertig. So, dann haben wir gesagt, wir verbessern unsere. Statt dem Campus nehmen wir uns. Oh, 15% für die Wunderproduktion. Ich hoffe, das ist ein Wunder. Nein. Ich hoffe, das ist ein Wunder des Mittelalters und der Renaissance. Das hätte ich vielleicht noch schauen sollen. Ach Gott, ich bin so ein Idiot. Steht das hier? Why irgendwas? Nein, das steht natürlich nicht hier. Ach, ich hasse das. Gebäude, Bezirke, Stadtstaaten, Staatsoberhaupter. Ah, das ist ein Wunder. Huai. Was? Wie hat das geheißen? Huai Teokali. Wir entfernt bei Spielbeginn nach Industriezeitalter. Echt jetzt? Das wird entfernt? Ach so, nur wenn man das Spiel nach dem Industriezeitalter beginnt. So. Welches Zeitalter ist das? Okay, sicherheitshalber wird es nicht dazu gesagt. Braucht die Technologie Militärtaktik. Militärtaktik. Das ist noch nicht so lange her. Militärtechnik, Militärtaktik. Haben wir gesagt, Mittelalter und Renaissance verbessert das, oder? Mittelalter und Renaissance. Na okay, passt. Passt. Hätten wir. Gut. Na dann, nächste Runde. Na schon, nur noch zwei. Na, hätte ich gleich so schon. Hätte ich so auch sehen können. Idiot. Klar, schießen auf meine süßen kleinen Mausis. Eine gute Marine ist keine Anstiftung zum Krieg. Es ist die sicherste Garantie für Frieden. Mhm. Das sagen sie alle. So, wir könnten jetzt wieder ändern. Was ist da Neues dazugekommen? Seefahrtsinfrastruktur plus 100% Hafenbezirk Nachbarschaftsbonus. Na, das ist aber gar nicht mal so schlecht bei mir. Was statt dem hier? Wenn ich habe relativ viel Hafen. Nein, ach Gott. So, und jetzt. Wenn wir die zwei fällen, dann könnte man da die drei Gebiete, oder, ha, das da wäre auch noch drinnen, das Weizengebiet, die drei Gebiete zu Bauernhöfen, dann haben wir unser Feudalsystem-Dingsbums. Wow, noch ein Handelsweg. Schaut was an. So, machen wir mal unsere Einheiten. Da unten geht's ja zu. So, du schießt den einmal tot. Und befördert bist du auch worden.
gut, dann holen wir uns da eine Beförderung. Kampfstärke gegen Einheiten finde ich gut. Und du gehst daher. So, das waren noch meine Truppen. Wir können eh nur Gilden machen, offensichtlich. Und so können wir das andere nicht machen. Gilden blockieren alles. Ja, weil Erkundung ist da aus. Das ist ja lustig. Bonusbau 2 mehr keiner. Gut, das werden wir nicht mehr schaffen, oder? Obwohl, da oben haben wir ja. Haben wir ein Handelszentrum? Da könnte man einen Markt reinkaufen, vielleicht. Da könnte man vielleicht einen Markt bauen. Haben wir da auch ein Handelszentrum drinnen? Stelle, Campus, Hafen, Handelszentrum, ja. In 8 Runden hätten wir das. Aber das ist in 6 Runden fertig. Das heißt, wir bauen da eigentlich was anderes. Und kaufen da doch ein Handelszentrum. Bei der Kaserne mal. Und wir kaufen da einfach einen Markt. Dann kriegen wir das Dings. Dann kriegen wir nämlich für die Gilden noch die Inspiration. Auch nicht schlecht. Und wir sind um 2 Runden schneller fertig. So, puh. Gesamte. Hongkong bringt Produktion für den Bau von Wundern. Hm. Das bringt. Das Kumasi. Kleopatra hat aber nur 2 dort. Das heißt, Kumasi könnten wir mit 2 Gesandten auch auf unsere Seite ziehen. Und was bringt das als einzigartigen Bonus? Handelswege zu allen Stadtstaaten bieten plus 2 Kultur und plus 1 Gold für jeden Spezialbezirk in der Ursprungsstadt. Hm. Wir wollen Kumasi auch haben als Verbündeten. Und die Kleopatra scheint um diese Dinger nicht so zu kämpfen wie der wahnsinnige Gandhi. Der investiert da bei weitem mehr rein. Scheint's. Okay. Nächste Runde. Händler brauchen wir wieder ein paar. Händler. Ich bin mir nicht sicher, ob 6 Händler zu dieser Zeit schlecht oder gut ist. Auf jeden Fall schicken mir meine Händler irgendwelche Gerüchte. Oh, die hat jetzt erst die Zingi gefunden. Das ist das auf Madagaskar. Echt jetzt? Wie kann das sein? Nein, Sansibar, verdammt. Na, hörst du auf. Platsch, gut. Verdient. So, Korinth. Dir fehlen Annehmlichkeiten. Ha, dann ist das ja eh super, dass ich das baue, weil das erhöht die Annehmlichkeiten. Gut. Mehr Wohnraum benötigt in Argos. Ja, okay, soll sein. Und in Mykene. Ja, ist auch okay. Mehr Annehmlichkeiten gesucht in Athen. Boah. Korinth. Argos. Da sind wir überall auf minus 2. Und in Eritrea. Da sind wir immerhin auf minus 1. So. Ah, verstehe, weil wir Sansibar verloren haben. Ho! Da
Das ist cool. Okay, wir befördern dich mal. Dann schießen wir das 1000 mehr. Dann machen wir das weg. So, und der Herr Santa Cruz. Und daher vielleicht ja, wir haben Australien entdeckt. Das ist nicht der Santa Cruz, das ist Francis Drake. Oder na, wer hat das entdeckt? Ich glaube Drake. Ah, wir haben schon 36 Minuten, ich muss langsam abbrechen. Park. Gut. Das machen wir am besten gleich jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.